Was ist der Unterschied zwischen Ndombele und Manuelsen? Manuelsen kostet den Galatasaray-Vorstand keine 3 Millionen. Was geht ab, Freunde? Neues Video. Ich im Dr. Hier Kittel. Mal komm von der Wildjagd. Von der Seite hält mich nicht warm, deswegen muss schon ein Bär gehäutet werden. Heute geht's wieder in eine neue Folge Tic-Tac-Toe. Altbekanntes Spiel, sehr beliebt auf unserem Kanal. Und wir haben uns eine gesunde Strafe ausgedacht. Granatapfel mit Schale. Die Vergangenheit zeigt, wenn es um Schalen geht, dann ist das mein Gebiet. In der Regel verliere dann ich. Letztes Spiel Tic-Tac-Toe mit Schale war Zwiebel. Auch ich verloren. Stimmt. Aber ja, mal gucken, wer dieses Mal hier in den Apfel beißt, tatsächlich, Digga. Lasst ein Abo da, abonniert den Kanal, Freunde. Ganz wichtig. Und ich hätte gesagt, hier Kluck, wer der Game Master ist. Ozzy ist Game Master Number One. So, Freunde, ich darf die heutige Folge einläuten mit meinem Grid. Hier Kluck, klar, Kluck, klar, Kluck. Jedes Mal verliere ich dieses Kluck in die Mitte. Jedes Mal. Anfangen. Und mal schauen, ob er sein Ziel trifft. In die Mitte willst du immer reingehen, ne? Komm. Dann lade ich dich ein, das Ding dir mal anzuschauen. Okay. Horizontal, Leicester, Benfica, Atletico, vertikal, Bayern, Chelsea, Beşiktaş. Dann mache ich doch Chelsea, Benfica, Enzo, Fernandes. Richtig, Maier. War nicht allzu schwer. Okay. So, Juli, du darfst fortführen. Fortfahren. Wie antwortest du? Beşiktaş und Benfica, Getson Fernandes. Jo, richtig. Juli antwortet. Ach, hier? Eine ganz komische Stelle. Aber was ist sein Plan? Vielleicht werden wir es noch rausfinden. Mal überlegt. Ja, ich glaube, er ist sich jetzt langsam sicher. Okay. Wo kackst du hin? Atletico, Chelsea. Mhm. Morata. Das ist richtig. Dann mache ich Chelsea, Leicester, N'Golo Kante. Julio antwortet direkt. Er musste auch antworten, sonst wäre das Ding schon durch. Aber kein gutes. Keine gute Ausgangslage. Ja, für, ja aber ich weiß gar nicht, warum du nicht da angefangen hast. Ja, beide. Für mal. Atletico, Bayern, José Sosa. Ah ja. Richtig, Mahir. So, jetzt Atletico musst du Beşiktaş. Leicester. Oh, er hat dich beiden. Hab ich schlau gemacht, ach, ehrlich. Du Scheiße, er hat dich schon im Schutzkasten, Bro. Dann ist schon rum, Digga. Er hat dich im Schutzkasten, Digga. Eieiei. Was könnte er vielleicht eher nicht wissen? Darauf muss ich spekulieren. Aber ob kann, du das kann, dann weiß weißt. Beide. Du kannst beide? Echt? Ja, schau, Digga. Digga, was hast du gemacht? Richtig, da spielt Fika Getson. Warum da? Warum, Bro? Ihr könnt doch auch die Reihe oben machen. Ich muss ja irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Ja, war so, keine Ahnung. Man macht, also, ja, egal. Ich verrate jetzt nicht mein Ding. Atletico Beşiktaş. Oh, jojojojo. Juli ist unter Zugzwang. Boah, sehr stark. Weil ich jetzt auch noch im Schwitzkasten bin, hänge ich. Komm einfach Timer. Timer. Ich weiß schon. Hatte, mach. Langsam. Mach. Warte. Versuch doch Bro, irgendwas. Weißt du sicher? Ja. Mach. Weil du weißt, warte, nein. Lass es nicht versuchen, Bro. Vielleicht. Denkt er, er weiß, es ist falsch. Mir fällt der Name nicht ein, Mann. Dann versucht das andere wenigstens. Fällt der Name dann mach Beşiktaş Leicester. Mach Timer, Bro. Komm. Beşiktaş Leicester kannst du machen. Noch 10 Sekunden. Beşiktaş Leicester, wer war da nochmal? Ja. Mach einfach, Bruder. Langweil mich nicht, wollte mich verarschen, Mann. Mach, hab ich gesagt. Beşiktaş Leicester, Gesal. Amati, wer auch immer. Sieg für Maid. Gestern wusste ich sogar, Digga. Ja. Bei Atletico gibt es auch ein paar, Digga. Wieso nimmst du den? Montero. Montero, genau, der Name ist mir nicht eingefallen, Bro. Pass, schade, pass. Schade. Du hast genug Zeit gehabt, Bro. War schon, ja. Ich bin Game Master, hatte. Egal. 1-0 für Maid. Okay. Augen bitte schließen, ich bin jetzt der Game Master, Digga. Ja. Hat Maid einfach besser gespielt, wegen dieser Zwickmühle konnte ich nichts machen. Ich wusste beide Spiele, aber. GG am Mal auf jeden Fall. Thanks, Bro. Mein Grid ist ready. In der horizontalen Warte, Ebene. Ja, genau. Sorry. So, klick, kluck. Um den ersten Klick, klar, kluck. Mitte gehört Ozzy. Er hat mir das wohl gesagt. Die Mitte ist so wichtig, ne? Horizontal. Fener, Barca, Bayern, Vertica, Atletico, Nürnberg und City. Viel Spaß. Barca, FCN. İlkay Gündoğan. Stark. So, hier. Glorreichen FCN hat er schon mal gespielt.
Die Mitte, Chico. Die Mitte lügt nie. Das ist ein schweres Grid. Du ekliger. Okay, welchen setze ich? Also könnte schwer, könnte auch leicht sein. Wenn ihr gut drauf seid, könnte es auch leicht werden. Bayern F10 weiß ich. Bayern F10 hat mich schon mal. In der letzten Folge. In irgendeiner Folge hast du es mal gesagt. Timer oder was? Wie sieht's aus? Dann mache ich Fener, FCN, Mehmet Ekici. Richtig, Mahir. Stark. Mehmet Ekici ist richtig. Beide okay. Mit Gündogan zusammen beim Club gespielt. Yes, I am. Ozzy ist dran. Okay. Wo wirst du dein Kreuz setzen? Ey, Mann, ich will nicht diesen Granatapfel essen, ey. Wirklich nicht, Junge. Wirklich I catch a grenade for you. So ein Trottel. Wie mache ich das denn jetzt? Immer wenn es um Schale geht, bin ich dran. Komm, das ist echt nicht so schwer. Deswegen ein bisschen ich muss schneller, halt, bitte. Ich setze jetzt einen Timer. Echt jetzt? Danke. 10 Sekunden. Ab jetzt. Okay. 5. 1, sag jetzt. Fener Atletico Diego. Richtig. So, Mahir. Dann mach ich direkt weiter mit. Achso, City Bayern. Aha. Aha. Wer fällt dir denn ein? Wer fällt dir da ein? Na, lass mich mal überlegen. Muss mal überlegen. Mama. Lass ihn überlegen. Mahir. Lass ihn überlegen. Ja, was denn? Dann haben wir Game Master hier. Die FC München. Okay. Leroy, ja, der Sahne. Der Schlag kann Sahne. Schlagsahne verkaufen gehen, der stark. Das okay, wird ein miese X-Bro. Richtig. Okay. Dann, was mache ich jetzt? Ja, bleibt mir gar nicht viel übrig. Gar nicht so viel übrig. Okay, ich probiere mal was. Atletico Barça, Arda Turan. Richtig. Und jetzt hast du die Zwickmühle, die du wolltest. Oh. Jetzt habe ich sie. Mein jetzt habe ich sie. Ich muss es wird ein miese X zur fetten Zwickmühle. Aber warte mal. Was denn? Okay. Was denn? Ich nehme Atletico Bayern, genau den gleichen Spieler wie letztes Mal auch. José Sosa. José Sosa ist korrekt. Und jetzt bin ich gespannt, machst du Barca City Nürnberg nimmst, Bayern zu oder machst du Barca City Barca? Ja. Ja. Nimm. Hey, was soll denn das jetzt? Du musst City Barca machen. Ja, Touré. Und das ist richtig. Was willst du von mir? Was ist von meine Eier? Ich hab gedacht, der nimmt Gündo an, Digga, der ging nicht. Was ist von meine? Das war zu leicht, was dachtest du denn? Scheiße. Boah, nicht so merkt, dass ich mich so lange gebraucht hab, Digga. Jetzt muss ich gewinnen, sonst mich schauen, ne? Digga. Dieser erste Pick ist so wichtig. Oh mein Gott. Dieser erste Pick ist so wichtig. Der ist echt wichtig, Digga. Der ist echt wichtig. Ja, und deswegen verliere ich jedes Mal wegen der Mitte, ey. Mal das Game Master, let's go. Also, Julia hat noch keinen Punkt. Ozzy hat einen Sieg, ich einen. Deswegen bin ich heute Team Ozzy auf jeden Fall. Ich würde euch bitten, das Klick-Klack-Kluck zu machen. Ozzy. Klick-Klack-Kluck. Klick-Klack-Kluck. Ja! Ja! Digga! Ihr könnt eure Augen aufmachen. 3, 2, 1, obere Reihe, Champions League-Sieger, Trabzon, WM-Sieger, auf der linken Seite, Gasrei, Benfica und Chelsea, let's go. Juli macht den ersten Trabzon, Pick. Trabzon, Benfica, Cardoso. Das ist richtig. Das ist richtig. Also ich muss hier einen Unentschieden mindestens holen. Dann bin ich d'accord. Ich muss langsam den Timer setzen. 10 Sekunden noch. Oh, das wird nichts. Du musst sagen, 5 Sekunden noch. 3, 2, 1. Benfica, WM-Sieger. Ich will andere. Dann sag, Chelsea, dann sag WM-Sieger, jetzt. Enzo Fernandes. Oh, beim nächsten Mal, aber bitte echt schneller. Und vielleicht Juli gegenüber. Benfica, WM-Sieger. Mache ich Di Maria. Das ist korrekt. Der wollte extra ändern, so weiß, kommen sie spiecheln. Mach jetzt. Jetzt muss Ozzy. Benfica Champions League Sieger. Zumachen. Oh, Digga, da wollte ich Di Maria sagen. Scheiße.
Muss jemand anderes nehmen, Bro? Nein, das muss ich zumachen. Achso, ja, einen anderen Spieler. Einen anderen Spieler nehmen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich weiß aber auch nicht. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1. Antwort bitte raus. Rui Costa. Kein Plan, Bro. Muss ich selber nachschauen. Hat er bei Benfica überhaupt gespielt? Dann, muss ich jetzt nachschauen. Hat der Champions League gewonnen bei Milan? Stimmt, oder? Digga, Rui Costa ist hundertprozentig richtig. Rui Costa hat die Champions League gewonnen. Hat auch bei Benfica gespielt. Und hat auch ein ja, okay, passt, Digga. Oh, Digga. Passt, passt. Ozzy hat sich da nochmal durchgeschwitzt mit einem Chess. Dreck, Digga. Es geht weiter. Dann mach ich WM-Sieger Galatasaray. Oder nein, was war's? Ich mach Chelsea Champions League-Sieger. Thiago Silva. Oh, Thiago Silva. Ist richtig. Gala, WM-Sieger, Lukas Podolski. That's correct. Ah, ja, ja, es krankt mit, glaube ich, X. Gala, Trabzon, Bruder Gilmas. Ebenfalls richtig. Wo ist Juli? Ich muss Chelsea, Trabzon zumachen. Chelsea, Trabzon. Hat er da gespielt? Ich habe zwei Namen, Digga, und bin mir bei beiden unsicher. Wenn du da jetzt verkackst, ne? Hä? Wenn du Trabzon Chelsea verkackst, Bro. Du hast ihn schon. Timer. 10 Sekunden noch, hat recht. Mach einfach, Bro. Der täuscht nur an, Digga. Nein, ohne Scheiß. Warte, mach. Marco Marin. Müsste, ja, stimmt, Marco Marin, ja, ne? Stimmt. Ich check's nochmal nach. Ja. Boah, da gibt's so viele Namen. Bosingwa? Bosingwa, ja, Maluda. Der ist mir zuerst in den Kopf gekommen, Bosingwa. Sturridge. Jersey Trabzon, richtig, passt. Damit ist das unentschieden. Eine X. Gesichert. Ja. Das heißt? Nein, Julia Schalltier, Digga. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Digga. So richtig. Komm, sag noch, Champions League, aller Sieger. Champions League. Komm, Snyder, komm, Snyder, Drogba, das ist ja aus. Was hast du verkackt, Digga, mit Benfica Champions? Bau doch einen schweren rein, Digga. Ich hab gesagt, ey, ich mach immer schweren. Bau doch einen schweren rein. Ich hab angekündigt. Ja, was machst du hier im X-Spiel, Bro? X-Crit hat er gebastelt. Voll, Digga. Nimm ich. Bau doch eine Hindernis rein, wenigstens. Bro, Benfica Trabzon? Alles klar, Bro. Ey, Bro. Der hat Rui Costa irgendwie rausgeschwitzt, Bro. Aga, ich hab. Ruben Dias, wen gibt's nicht, Bruder? Ruben Dias. Enzo, Di Maria. Enzo habe ich benutzt, dann dachte ich, okay, die Marie nehme ich da, dann wird die Marie auch noch weggenommen. So, gib die Schuld nicht mir, es hätte doch anders verlaufen können. Ist leicht, war zu leichtes Grid. Ja, ich mache immer schwerer, dann holt die rum. Wir sehen uns drüben, komm, wir machen es. Let's go. So, Juli. I can catch a grenade. Rechts oder links? Rechts. Egal. Oh, sorry, Bro. I catch a grenade for you. Nee, aber was hast du denn mitgebracht, Hansi? Hansi, da gibt's Granatapfel. Frisch aus Granada, yeah. Spanien. An die Zuschauer, hat das schon mal jemand von euch probiert? Aber warum solltet ihr auch? Ich weiß nicht, wir wissen nicht, was du jetzt erfahren wirst, Bro. Gibt's einen Teller oder irgendwas? Gib mal irgendeinen Teller, Bro, da. Wenn Juli Schale hört, kann er einfach nicht anders. Oh, Juli hört Schale. Wo die meisten so Vitamine Schale. Sind ja in der Schale so eigentlich. Schale drin. Von daher. Okay, Bro. Oh. Oh. Mm. Der schmeckt doch geil, Mann. Voll, Alter. Und eigentlich. Das ist so ekelhaft eigentlich. Das ist so. Ich hab ein bisschen gehut. Das soll richtig bitter sein, die Schale, oder? Dieses Leben ist so bitter. Überall steht, sollte man lieber nicht verzehren und nicht empfohlen. Ah, gut. Tschüss. Beschreib mal. Was muss dein Mund gerade? Kann man nicht runterschlucken, Digga. Wie soll ich denn das runterschlucken? Zerkauen einfach, Bro. Nicht zerkauen, oder was? Mhm. Probier mal. Wenn es echt nicht geht, sieht aus. Aber den Stiel, das war deine Idee? Ja, kack, wusste ich. Kannst du nicht verkaufen. Aber jetzt kommt das Leckere eigentlich, vielleicht. Jetzt bekommst du die Belohnung. Ich liebe Granatapfel, ich liebe es, richtig aber geil. Halt nicht. Schale, also du bist halt ohne Schale. Ja, so. Du liebst Schale. Ist halt eine Präferenzsache so, ne? Manche präferieren es halt ohne Schale und manche essen es halt liebend gerne mit Schale, Digga.
Das ist wie bei Wassermelonen. Manche essen mit Kerne, so kann man machen, aber die meisten spucken die Kerne auch wieder aus. Wow. Ist echt malzahm, aber ab diesem Punkt muss ich euch ausdrücken. Ja, ich spuck aus, Das ist im Mülltonner zugestunken gerade. Aber echt hier diesen Stil, ne? Verpiss dich mal. Oh, das war deine Idee, Digga. Hätte ich verloren, hätte ich den ersten Bissen hier machen müssen. Das war seine Idee, Model. Nein. Das war. Boah, Mann. Schau wieder Dodge, Digga. Das war deine Idee. Boah, das klingt voll juicy, da. Voll Land. Darf ich auch ein Bissen? Boah, Baba. Darf ich auch was abhaben von deinem Pausenbrot? Wie du sich in Discord auf diese Stelle gerade. Hast du gesehen? Schöne Grüße an unseren Discord. Ey, das ist ein Smiley. Oha, happy. Nice. Pforzheim hat neue Profile gesehen. Digga, ohne Witz. Boah, der hätte jetzt Bock auf so einen. Ich schwör, ich fahr nicht mal, gell? Kannst du am Fett ein bisschen machen, oder? Ja, okay. Mach mal ASMR, Bro. Boah. Da war's mal, ja. Das war diese Filme, ja. Es ist so bitter. Es schmeckt krank giftig. Es schmeckt so giftig. Boah, spuck aus, den nächsten Biss. Ja, komm, spuck aus, kau ein bisschen. Abfahrt und nächster Biss. Kann man, glaub ich, echt nicht. Belohn dich mal ein bisschen so auch mit der. Biss wie ein Apfel, Geschmack wie eine Granate, Bro. Das ist der halbe Granatapfel, hat er geschafft. Schmeckt auch so ein bisschen die Süße, also ist komplett Lash oder auch ist Lash und ein bisschen nice. Das ist übertönt alles, oder? Jungs. Es ist so viel Frucht und so viel Schale. Innen ist doch nur Schale, aber das Weiß ist nur Schale. Ist schon hart, Was hat jetzt aus dem Schale gegessen? Banane, Zwiebel und jetzt das Ding. Patrick, Bro. Splash. Splash. Ich hab einfach in Mutter Natur reingebissen. Denkst du, unsere Vorfahren konnten das schälen und essen und so schön vorbereiten? Nein, die haben doch auch einfach nicht. Mach das nicht. Okay. Ich schwöre, ich sage, unsere Vorfahren haben es noch geschält. Und dieser Neandertaler 2023 beißt einfach so. Affenschälbanane. So, also. Der beißt einfach rein, Bro. Ja, Freunde. Kurze Review von mir. 1 von 5 Sternen. Also, ich habe ja schon Zwiebeln und Bananen mit Schale gegessen. Ich bin ja so ein Neandertaler, Digga. Also, ich sag mal so. Zwiebel ist das mit Abstand Schlimmste. Danach kommt der Granatapfel und dann die Banane. Es ist einfach, es ist bescheuert. Also ich fühle mich einfach bescheuert. So dumm und bescheuert. Würde ich nicht nochmal machen. Hey Freunde. Ja. Lasst einen Kommentar auf jeden Fall da zu dieser Leistung. Wer hat's verkackt? Wer hat's gut gemacht? Ja, Mann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gib mal ein Rating ab so. Ja. Spielerrating, wie wer wie gespielt hat. Ich hatte einen Hänger in der ersten Runde. Einfach Strategiefehler. Ja, Strategiefehler. Ja. Das führt zu einer Niederlage. Das ist schon sehr, sehr bitter. Ich glaube, in dieser Runde. Das ist wirklich so bitter wie der Granatapfel, in den du gebissen hast, Bro. So bitter. Es war die gerechte Strafe, Bro. Es war einfach die gerechte Strafe. Ich glaube, in dieser Runde hätte jedes einzelne Feld von jedem Grid beantwortet werden können. Ja. So. Das war eine leichte Runde. Und ich habe es nicht hinbekommen. Es ist Wahnsinn. Aber gut, so ist das Spiel. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Einschalten. Alles Gute. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Danke für euren Support. Bye bye. Freunde, ciao. Danke fürs Zuschauen.